Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir stehen hier immer noch voll in der Pampa. Ich habe allerdings, wie ihr seht, habe ich hier einen Waypoint gemacht, weil ich mal kurz durch die Gegend geflogen bin oder ein bisschen länger, um zu gucken, ob ich was finde. Habe ich nicht, deshalb werde ich jetzt einfach wieder nach Hause laufen. Ich gebe einfach auf, es geht einfach nicht mehr. Warte, der kann weg, so. Weil, keine Ahnung, ich habe halt, also ich habe auch wieder im Internet geguckt, mit diesen Biomfinder-Dingern, keine Ahnung, gibt es ja ein paar. Ich habe aber die Befürchtung, dass die irgendwie mit Large Biomes nicht funktionieren, also wenn man das auswählt. Bin ich nicht sicher. Auf jeden Fall bei der einen Map habe ich gar keinen Dschungel gefunden. Und bei dem anderen Internet-Suchding, ich habe irgendwie zwei gefunden, wo man irgendwie was machen könnte. Ja, und bei dem anderen war da, wo ein Dschungel hätte sein müssen, ein Ozean. Mit Anbindung zur Wüste oder irgendwie sowas. War nicht so geil. Deshalb gehe ich jetzt nach Hause. Einfach straight, nein, vielleicht nicht ganz straight, wenn da wieder ein Ozean ist oder so, ne, aber ja. Oder ich glaube, ich baue mir einfach ein Portal. Hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, dass ich das denn hier machen könnte, weil mir ist gerade eingefallen, ich will nicht den ganzen Weg laufen. Das wäre nicht so gut. Wo war die Lava? Da auf der Karte sehe ich die Lava. Nice. Gut, dass der welche an der Oberfläche ist, das nenne ich mal Lucky. Warte, ich habe hier ein Zombie gehört, das macht mir dezent Sorgen, aber wirklich nicht allzu übertrieben viele. Wo auch immer er herkommt, ich nehme es gerne mit ihm auf. So, warte, erstmal will ich hier das mal regeln. So. Na egal. Also um den Dschungel werden wir uns später irgendwann mal kümmern, aber das kann doch nicht sein, dass ich immer keinen Dschungel habe, ne? Sind die irgendwie selten oder gibt es die allgemein bei Large Biomes nicht oder? Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hä, hey, ich verstehe die Welt einfach nicht. Warte mal. So, ich will aber das Andesit ja nicht mitnehmen, oder? Was war das? Nee, das ist ganz normaler Stein hier, okay. Ich weiß doch immer noch nicht, wie die, ja gut, neu übertrieben gesagt, ne, aber wie die neueren Gezuppel heißen. Och nö, schon wieder Stein mitgenommen. Schon wieder. Ich sollte mehr aufpassen, aber ich tue es nicht. Na egal. Egal jetzt. So. Hier, warte, gib Stein. Wie viel haben wir? 8,2 noch, okay. Okay. Danke. Und Wasser wieder mit. Pff, ja, komm, bauen wir einfach gleich hier, ist ja auch egal, ne? Ist ja auch egal. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen nicht mal einen Stützblock, aber einen brauchen wir leider trotzdem. Schade. Aber was soll's. So. Sieht zwar nicht schön aus, aber zweckmäßig. Zack. Und mal gucken, ob wir rauskommen und wie wir wieder zurückkommen. Das ist ja auch das Lustige, ich habe ja halt beim Weltübersetzen, Umsetzen, whatever, habe ich ja auch mein Dingsens kopiert. Mein Nether. Also ein Stück. Und das ist jetzt einfach nur ein dickes Viereck. Da bin ich mal... Da bin ich gestorben. Okay. Finde ich verwirrend, tatsächlich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gestorben bin. Ich hab... Was? Warte, ich mach erstmal hier kurz einen Wegpunkt hin. Das verwirrt mich jetzt tatsächlich. Portal 2. Denn ich dachte, ich hätte hier schon einen Wegpunkt bei dem Portal gemacht, wo ich rauskam. Und ich kann mich nicht erinnern, im Nether gestorben zu sein. Und ich finde es recht frech, dass die Frames hier gerade so runtergehen. Gut, der stellt jetzt hier alles, aber trotzdem finde ich das frech. Aber, okay. Also ich laufe jetzt einfach mal zu dem Todespunkt, weil vielleicht habe ich Glück und das ist da, wo das Portal ist. Wenn nicht, wäre halt nicht so gut. Ey, guck mal, ich bin schon Level 29, voll krass. Aber ja, irgendwie irgendeinen Anhaltspunkt brauche ich ja jetzt. Naja, fast. Warte. Aber ich denke fast, das müsste schon die richtige Richtung sein. Ich weiß nicht, der Map-Spawn ist ja, glaube ich, nicht unbedingt direkt bei 0,0, aber immer so um die Gegend, oder? Ich weiß es gar nicht. Wäre zumindest... Oh, oh. 3 Wither-Skelette? Nee, danke. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Alter, warum sind die Frames hier so kacke? Das mag ich doch so gar nicht.
mal sehen, wie gut wir hier durchkommen. Oh, so viel zu dem Thema. Na, kann ich da oben rüber gehen? Ich will mich nicht durchbuddeln. Meine arme Spitzhacke. Nee, nee. Na egal, wir gucken jetzt einfach mal kurz. Erst noch ein bisschen Schweinefleisch. Und ja. Ach, komm schon. Kann doch nicht sein hier. So. Damit ich ja nicht zu viel auf einmal 20 mit einmal abhaue, mache ich das lieber per Hand so. Geht ja relativ fix. Durchkomme ich hier trotzdem nicht. Ja, toll. Ich könnte mich natürlich auch einfach jetzt erstmal zu dem Waypoint teleportieren. Dann gucken, ob es der richtige ist und dann hinlaufen. Das wäre natürlich wenigstens mit einer gewissen Zielsetzung verbunden. Aber das wäre mir doch ein bisschen zu viel Cheaten, oder? Ja, doch. Ne. Und dann haue ich mich hier doch irgendwo durch. Mann, ey. Arme Spitzhacke. Die ist dann gleich kaputt. Huch. Warte, hier Spitzhacke. Feuerfrei. Ich meine, ist jetzt nicht die beste Spitzhacke, aber da man muss sie ja eigentlich nicht so verschwenden, ne? Na gut, verschwenden halt, ne, aber... Das Inventar gleich wieder voll, aber okay, ich brauche ja... Oh, nice Level. Ich brauche ja, und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Ach man, mir fällt's gar nicht ein, ich brauche ja sowieso Netherziegel für die Kirche. Die ich dann irgendwann plane zu bauen. Aber mal gucken. Also ich hoffe echt, ich komme jetzt hier irgendwie bei dem Portal raus, oder nicht? Vor allem voll schlimm, jetzt wo ich wieder anfange mit aufnehmen, fühlt sich so an, als ob meine Nase verschnupft ist. Müsste eigentlich mal schnauben, aber nee, ich mag nicht. Moment, Entschuldigung. Ah, dann trinke ich mal einen Schluck Tee. So, viel besser nicht, aber ich weiß auch nicht, woran das liegt, also... Krank werde ich eigentlich eher selten, muss ich ja gestehen, dass das eine gute Eigenschaft von mir ist. Aber tendenziell bin ich dagegen natürlich auch nicht immun. Auch wenn ich es halt nicht vermute. Und deshalb, ich weiß nicht, woran das immer liegt. Das ist einfach wahrscheinlich dieses Reden. Wie komme ich da jetzt runter, ohne meine Stiefel kaputt zu machen? Oh, meine Stiefel. Die muss ich wohl mal lieber ausziehen. Ne, hier springe ich lieber nicht runter. Mann, ich möchte wissen, ich hoffe mal, das ist die richtige Richtung, sonst wäre das jetzt nämlich voll fail, aber dann halt auch nicht zu ändern. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach unten. So tendenziell. Denke ich mir mal so. Diesmal muss ich aber sowieso über Level 30 kommen. Also kann ich auch ruhig weiter noch ein bisschen Quarz sammeln. Das brauche ich ja im Zweifel auch noch für das, was ich dann auf dem Nether drauf baue. Okay, soviel zu dem Thema. Ach stimmt, im Nether fließt die Lava ja viel schneller. Muss man sich immer wieder vor Augen halten. Aber wann bin ich denn im Nether gestorben, bitte? Da kann ich mich echt nicht entsinnen. Oder wurde das von irgendeiner anderen Map übernommen, aber ich weiß nicht von welcher. Und ach, ich habe keine Ahnung, ich verstehe das alles nicht. Oh, noch mehr Lava, nein, nix, noch mehr Lava, ich will nur nach Hause. Also, ich denke, es könnte die richtige Richtung sein, ne? Aber ich will mich darauf jetzt nicht festlegen. Oder habe ich mich im Nether... Doch, vielleicht habe ich mich auch im Nether umgebracht, als ich das Portal umgesetzt habe. Also, da war ich ja noch im Kreativmodus und so. Das wäre die einzige Möglichkeit. Auf die spekuliere ich jetzt einfach. Weil dann müsste das ja passen. Dann müsste ich ja vor dem Portal stehen. Soll ich nochmal hier ein bisschen Glowstone mitnehmen, wenn er schon mal da ist? Eigentlich könnte ich das mal machen, wa? Ich meine, ja gut, ich habe jetzt zwar keine Behutsamkeitsspitzhacke und so ein Quatsch, aber... Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal mit. Weil, es gibt ja noch schließlich die Möglichkeit, dass wir das für Tränke brauchen. Wofür ich es eigentlich hauptsächlich brauche. Ist ja mit Glowstone eigentlich noch nicht so viel. Na gut, ich habe die Redstone-Lampen mal gemacht, ja, aber ansonsten. So allzu viel habe ich mit Glowstone noch nicht gemacht. Weil das wahrscheinlich thematisch einfach nicht so gut gepasst hat, fand ich. Nehme ich an. Ich kann meine Gedanken ja auch nur irgendwie rekonstruieren. Oder ich hatte halt einfach keine Lust, damit zu gehen. Das geht natürlich auch.
Das weiß ich alles nicht mehr. Ich weiß doch nicht, was ich vor 2, 3 Jahren gedacht habe. Gut, ich weiß auch nicht, was ich gestern gedacht habe, aber mal davon ab. So. Naja, ein bisschen was ist es ja schon, ne? Ein Stack? Ja, nice. Sogar mehr. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Geht's hier noch weiter runter? Ich will eigentlich... Jetzt will ich nicht mehr weiter runter. Jetzt bin ich schon wieder... fast zu weit unten. Obwohl ich so im normalen quasi... So von der normalen Höhe her auf einer normalen Höhe wäre. Wow. Aber... Na egal, laufen wir jetzt einfach hier durch. Gib, gib, gib. Oh, oh, ich bin über dem Lavasee. Jetzt nur noch mit Shift vorangehen, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Sonst habe ich echt gerade zu viel Schiss, muss ich ja sagen. So. Die Spitzhacke, okay, geht tatsächlich noch. Geht nicht so schnell runter, wie ich erwartet hätte. Allzu gut ist es natürlich trotzdem nicht. So, wenn man jetzt da vorne irgendwo was sieht, dass die... Ja, doch, dann, so nah dran bin ich, oder? Das könnte jetzt schön eckig irgendwo was sein. Na, weiß ich nicht. Ne, ich habe vielleicht in einem 100er Radius. Egal, wenn irgendwo was richtig eckiges ist, so wie halt ein ausgeschnittener Schrank oder ein paar ausgeschnittene Schranken, dann bin ich richtig. Wenn nicht, dann eher nicht. Also, doof. Aber eben durchaus denkbar, leider. Ich hoffe nur echt, ich komme mit der Spitzhacke noch bis dahin. Wow, Alter. Okay. Ich bin gerade irgendwo hingekommen, wo der Wegpunkt Macher ist anscheinend. Gut, dass ich den mal gefunden habe. Hatte ich gerade kurz Panik, muss ich ja sagen. Wo bin ich denn drauf gekommen? Da? Nein, natürlich nicht da. Ach, Quatsch. Egal. Das werde ich später immer nochmal ausloten. Bin ich halt einfach vor Panik, habe ich irgendwie alle Knöpfe gedrückt. So. Ach, komm schon. Ich meine, schön, dass ich es immer noch schnell genug mitkriege, aber... Besser wäre es natürlich, wenn gar nicht erst und so. Warte, hier kommt da. War das die Quelle? Ich hoffe schon. Sieht so aus, als ob ich die Quelle unterbrochen hätte. Jawohl. Jetzt muss ich langsam mal hier wieder ein bisschen rauskommen, denke ich. Mal nach oben oder nach unten? Ich glaube, ein bisschen nach oben. Ja doch, ein bisschen nach oben muss ich hier. Aufpassen, weil hier immer Lava sein kann, weil ist ja, ne? Komm schon. Ach, komm schon. Oh. Leckt da wieder irgendwas rum, weil das zu schnell war mit dem Abbauen. Das sieht tendenziell schon mal gut aus, muss ich ja sagen. Ich finde ja vor allem die Lava-Punkte da lustig, aber das heißt, ich bin echt auf dem richtigen Weg. Alter, was ist das da unten? Stimmt, es gibt ja irgendwie neue Blöcke im Nether, ne? Nice, die hole ich mir. Auch wenn es jetzt gefährlich wird, weil ich keine Schuhe anhab. Aber die will ich jetzt haben. Das hatte ich ja ganz vergessen, dass es ja auch jetzt hier sowas Neues gibt. Ich weiß zwar nicht, was die können, aber die können bestimmt irgendwas. Offenkundig. Oder? Oder auch nicht, wer weiß. Erstmal was essen. Und dann plündern wir das. Kann man die einfach so abbauen? Ich glaube, man brennt doch, wenn man über die drüber läuft, oder? Kann das sein? War da nicht irgendwie sowas? Ich würde jetzt lieber ungern drauflaufen. Was ist das? Ein Magma-Block. Also wäre zumindest logisch, dass man anfangen würde mit brennen. Wo kommt die Lava her? Von da. Aber ich will das jetzt halt eher ungern ausprobieren. Oh oh. Ja, hier, das muss so. Oder? Okay, ich krieg einfach so Schaden. Aber brennt tue ich nicht direkt. Ja, komm, hier, 12 Magma-Blöcke. Wow, hat's jetzt vollgebracht, ne? Na, hier ein bisschen können wir noch mitnehmen. Ja, das Deck nehme ich jetzt eh nicht mit, weil Inventar schon wieder voll. Auch wenn es jetzt halt nur Nethersteine sind, aber... Also, die ich halt wegwerfen könnte, meine ich damit. Aber komm. 44 schon. So, nur aufpassen, dass wir nicht auf Lava stoßen. Logischerweise. Oh, Stack voll, gut. Den Rest können wir liegen lassen, der ist nicht so wichtig.